dann auch später noch anschauen kann, wen es interessiert. Ja. Wird, glaube ich, ganz eine spannende, überraschende Geschichte heute. Ich heiße mal die kleine, feine, illustre Runde willkommen. Ich würde auch noch jemanden erwarten, der sich angekündigt hat. Aber wir warten jetzt nicht mehr, weil die Pünktlichen sollen belohnt werden, wie sie das heute so gehört. Ne? Kurze Eigenwerbung, kurze Kostenrunde. Mein Name ist Tom Kunz. Wer mich noch nicht kennt, die meisten hier kennen mich, glaube ich. Die Veranstalter heißen IoT Austria. Das sieht man jetzt auf dem Bildschirm, so hoffe ich zumindest. Wir versuchen, die Welt des Internet der Dinge gesellschaftsfähig, unternehmensfähig, bekannt und angreifbar zu machen mit ganz unterschiedlichen Themen. Nach längerer, sage ich mal, Atempause haben wir Anfang des Jahres begonnen, monatlich zu einem bestimmten im IoT-Nahebereich liegenden Thema Talks zu machen. Zum einen, zum zweiten haben wir uns auf die Fahnen geheftet, ein Wellbeing-Zertifikat auf die Beine zu bringen, nachdem wir nämlich der Meinung sind, dass IoT zwar in aller Munde ist, aber noch nicht unbedingt in einer Art und Weise, wie es an wirklichen, jetzt einmal, wie soll ich sagen, soziologischen, gesellschaftlichen Mehrwert bringen kann oder zumindest nicht an allen Stellen. Und daher schauen wir uns die Technologien mit durchaus kritischem Blick an. Man kann bei uns Mitglied werden. Das geht hier, ist auch ganz einfach zu tun. Man kann bei uns sich für einen Newsletter anmelden. Das ist quasi das Lower Level, wenn ich so sagen darf. Das heißt, da wird man dann nur so in regelmäßigen Abständen mit ein paar Informationen versorgt. Das Mitgliedwerden kostet ein bisschen was. Es gibt aber auch ein bisschen was dafür. Zuletzt haben wir vom IoT-Inspektor einen Firmware-Inspektor gratis Lizenzen hergegeben in Kooperation mit den Herstellern des IoT-Inspektors. Wir geben regelmäßig Zeitschriftenabos her. Das gilt dann nur für Mitglieder. Wenn man Mitglied werden will, schickt man da einfach ein Formular ab. Das ist ganz simpel. Und was wir auch gerne machen für und mit Mitgliedern sind eben solche Talks, wo wir gerne auch einmal Themen unserer Mitglieder featuren. Das tun wir übrigens auch in unserem Newsletter. Also wer etwas zu sagen hat, bitte gerne bei uns melden. Die E-Mail-Adresse, über die man das tun kann, von der habt ihr alle heute den Link zur Veranstaltung bekommen. Die habt ihr also. Ja, und damit bin ich schon ruhig und übergebe an meinen Kollegen, Partner in Crime und Freund Patrick Awad, der das heutige Thema sozusagen im Alleingang aufbereitet hat für uns. Und wir haben schon im Vorfeld festgestellt, es wird spannend. Genau, wie immer bei so Live-Events und bei sich bewegenden Moving Targets kann man nicht alles planen, das wollen wir teilweise auch nicht. Ja, es wird noch ein paar Überraschungen geben heute. Ja, fangen wir vielleicht einmal damit an, dass ich vor, ich glaube, mittlerweile 3, 4 Monaten einmal über eine Nachricht gestolpert bin, das war sogar auf TikTok. Dass Helium meinen jetzt ganz cool ist und was auch immer. Und da habe ich gedacht, aha, das ist wahrscheinlich wieder so ein Blödsinn, wo man abgezockt wird und so weiter. Habe es mir dann aber doch ein bisschen angeschaut. Und aus diesem bisschen Anschauen ist so bis heute, würde ich sagen, einerseits eine gewisse Kuriosität herausgekommen, die ich versuche, euch dann mit dem, was ich halt bis jetzt da recherchiert, zusammengetragen habe, darzulegen. Andererseits auch eine gewisse Skepsis und die Skepsis hat heute noch einmal einen gewissen, sagen wir mal, Drall bekommen, um da die Spannung noch weiter aufzubauen, die der Tom schon, danke für deine Einleitung, sehr schön vorbereitet hat. Ja, Helium. Helium nicht das Edelgas, das wir alle in der Schule gelernt haben, sondern Helium, the People's Network, also nennt sich selbst eine Opportunity und soll, also von dem Businessplan heraus, den sie so irgendwie anstreben, soll es ermöglichen, eine kostengünstige Alternative zu existierenden Telco- und IoT-Hotspots quasi anzubinden. Ist im Wesentlichen jetzt technisch nichts revolutionär Neues. Es ist eine Kombination aus
LoRaWAN, das ja schon seit einiger Zeit recht bekannt ist, und dass man über das zur Verfügung stellen von einem Netzwerk oder einer Connectivity ins Internet heraus Coins minen kann, wobei das Minen, so wie ich das bis jetzt gekannt habe, bevor ich mir Helium angeschaut habe, ich immer irgendwie anders verstanden habe. Also Minen habe ich bis jetzt, aber da haben wir ja sicher auch noch mit Chris Baumer den Experten erinnert, der uns gerne was erzählen kann. Der Thomas ist da, schön, so admit. Also Minen habe ich bis jetzt immer so verstanden gehabt, man knackt irgendwelche Zahlen, man führt Berechnungen durch und hat dann durch den Beweis des Berechnens hat man sozusagen sich etwas verdient. Hier bei dem Helium-System ist es durch den Proof of Connectivity, also durch das Beweisen, dass man eine Verbindung hergestellt hat zu einem anderen Access Point, oder eben zu einem Gerät. Dadurch kann man eben ganz grob gesagt und ganz vereinfacht sich Coins verdienen, die sich danach wiederum umwandeln lassen in Geld. Also ja, man kann damit, so wie das scheint, Geld verdienen. Das Ganze ist allerdings eine kommerziell gegründete Firma. Vielleicht ganz interessant, wenn man da Wikipedia und Co. glauben kann, ich gebe vielleicht an der Stelle vielleicht einmal dann meinen Bildschirm frei, dann wurde diese Firma von 2013 gegründet, die dahinter rumsteht, also Helium Systems steht dahinter und unter anderem der Sean Fanning ist vielleicht einigen bekannt von Napster und Co. und der hat sich da offensichtlich als ein Angel Investor eingebracht und hat diesem Netzwerk da auf die Sprünge gebracht. Die kommen aus Texas, wenn ich das irgendwo richtig gesehen habe, haben mittlerweile schon mehrere Investmentrunden quasi hinter sich. Also es ist nicht komplett jetzt neu, aber es ist so, dass man sagen kann, wenn man eine Abdeckungsgrad, und den schauen wir uns auch noch nachher an, dann ist es hauptsächlich in Amerika zugegen und dort auch nur in Metropolen. Soweit einmal. Ganz kurz zur Einleitung. Wie bin ich überhaupt dann drauf gekommen, dass das für Österreich interessant sein kann? Eben, wenn man es in Österreich betreibt, da habe ich einen ganz netten Ausschnitt von diesem Netzwerk. Warte, ich muss da kurz durchhüpfen, damit ich auch das Richtige finde. Wo habe ich das? Genau, das ist eine Ansicht von den bereits existierenden Helium Access Points, die es hauptsächlich in Wien gibt, oder da habe ich jetzt auf Wien gefiltert. Ich glaube, in Österreich gibt es 17, ja. In Wien gibt es 13 davon. Das heißt, ist auch dem geschuldet, dass dieses Netzwerk und die Möglichkeit, eben da Coins zu minen, eben daran hängt, dass man andere Access Points schon in der Gegend hat. Dementsprechend ist natürlich in urbanen Zentren oder in Städten ist es halt einfach einfacher da auch zu meinen. Wenn man sich das anschaut, ist auch, glaube ich, ein Betreiber hier, also der da, 1, 2 und 3, also eine Person betreibt hier 3 Access Points. Das heißt, wenn man sich das so betrachtet, hat man vielleicht, weiß ich nicht, 7 bis 8 Leute, die hier in Österreich bis jetzt mit diesem Helium-Teil hier meinen. Die meisten von denen sind online, dementsprechend wird auch bewertet sozusagen, ob sie jetzt dann da Rewards bekommen oder nicht, so schaut das Ganze da aus. Einer ist offline, ja, und dann kann man sich eben anschauen, was hat der in den letzten 24 Stunden, 48 Stunden, 7 Tage, 30 Tage und so weiter verdient. Das da hinten, ich war der Meinung, das sind Dollar, lass mich aber gerne korrigieren, wenn das nur diese HNT, diese Währung ist, dann ist das dementsprechend weniger. Ich gebe da kurz mal so ein Excel frei, dass ich, warte, wo habe ich das jetzt? Dass ich mir da diesbezüglich... Während du suchst, Zwischenfrage, falls es dir aufgefallen ist. Übrigens, heute ist weniger Talk frontal und dann Diskussion, sondern ja, eher Interaktivität angesagt. Das haben wir vergessen dazu zu sagen. Und ich nutze das gleich und unterbreche den Patrick. Haben die in irgendeiner Form Ort, also ich nenne es jetzt einmal fälschlicherweise wahrscheinlich Gebietsschutz aufgebaut, weil ich kann mir natürlich 3 von diesen Access Points vor das Fenster hängen. Wenn ich lustig bin, dann betreibe ich 3, verdiene 3-mal. Das ist aber LoRaWAN-mäßig relativ sinnlos aufgrund der weiten Reichweite. Ne? Also, habt ihr sich irgendwas überlegt zu dem Thema oder ist Ihnen das egal?
Also Ihr Ziel ist es, Städte um einen Faktor 10 bis, weiß ich nicht, 50 günstiger zu erschließen, als es die Telco-Anbieter können und dementsprechend die zu beteiligen. Aber ob Sie sich also überlegt haben, dass du jetzt 3 zu Hause aufstellst, würde ich sagen, habe ich zumindest nicht gesehen. Ist aber sicher eine gute Frage. Ich kann sie dir derzeit nicht beantworten. Ja, okay. Kann das sonst jemand vielleicht, können wir gleich interaktiver machen? Ja, na, ist ja egal. Dann haben's, okay, dann gut. Was ich hier gemacht habe und warum ich dann drauf gekommen bin, dass das möglicherweise eben in Österreich etwas ist, was jetzt cool sein könnte oder überproportional gut ist, wenn man sich das anschaut, wie viele Hotspots es so also in Summe gibt. Ich habe vorher schon gesagt, 16, 17 ungefähr in Österreich. Ja. Wenn ich mir dann anschaue, was die dann damit verdienen, dann ist das in Österreich und in was ist das, Slowenien, SI, keine Ahnung, Slowenien. Ist es überproportional. Wie bitte? SI Slowenien, ja. Slowenien, ja, danke. Ist das überproportional gut? Ja. Und das war eben auch dann der Grund, warum da der Tom und ich gesagt haben, hey, machen wir doch dazu was, schauen wir uns das an, betrachten wir es kritisch von allen Seiten. Dann können wir noch immer drauf kommen, dass es ein Schmarrn ist. Aber es war auf jeden Fall einerseits die Kombination, also es gibt noch nicht allzu viel in Österreich. Und eben LoRaWAN, was uns eh auch interessiert und beschäftigt, und IoT und eben der Sache, dass das eigentlich in Österreich hier überproportional, also im Jahr, wenn man dem allen glauben kann, ja, vorausgesetzt, ich habe diese Informationen von der Seite, die ich euch vorher gezeigt habe, zusammen aggregiert oder ein bisschen farblich behübscht, kann man im Jahr im Schnitt 500 Euro. Damit verdienen. Wenn man davon ausgeht, und jetzt kommen wir zu den Kosten, die das Investment von den Access Points sind. Die Access Points kosten, jetzt kommen wir dann zum bitteren Thema, teilweise 300, 400 und mehr Euro natürlich. Und das Tolle wäre gewesen oder ist, oder keine Ahnung, ja, bis vor kurzem gewesen, dass man sich um 200 Euro so einen Access Point auch selbst zusammenbauen kann. Und ja, jetzt spoilern wir ein bisschen, weil ich habe gerade vor der Sendung, bevor wir die gemacht haben, habe ich dann leider Gottes erfahren, dass die irgendwie vor 2 oder 3 Tagen die Möglichkeit, dass man diese Devices selbst baut, quasi aufgekündigt haben, was natürlich kein cooler Move ist. Erstens einmal, weil wir gerade diesen Talk geplant hatten und wir natürlich alles. Wie bitte? Wo hast du das? Ich habe das, kann ich dir zeigen hier. Das ist also ein Beitrag, den ich mir angeschaut habe. Und dann steht dann relativ bald einmal, war das bei dem jetzt? Nein, Entschuldigung, es war beim anderen hier. Genau, bei dem steht dann hier, Helium discontinued the program that allows DIY hotspots to mine Helium. Ja, cool. So, damit können wir schon wieder Schluss machen, können wir schon wieder zu Hause gehen, das war's. Nein, also würde ich jetzt natürlich nicht machen, wenn wir jetzt eigentlich uns schon damit ein bisschen beschäftigt haben. Vorgehabt oder vorbereitet gehabt, hätte ich jetzt noch eine ganz netten Überblick darüber, wie man sich so ein Teil basteln kann. Wo habe ich das jetzt gehabt? Das hat er meist. Er würde mich grundsätzlich schon interessieren, auch wenn es vielleicht theoretisch bleibt. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht hier. Ja, muss ich anschauen. Vor allem muss man es auch noch wirklich challengen, weil ich habe jetzt, ganz ehrlich, ich habe das wirklich nur vor der Sendung jetzt gehört. Und es ist natürlich ein bisschen ein Bummer. Aber wo hat er mir da jetzt das hingegeben? Ich habe da ein wunderbares PDF gehabt, das hat er mal irgendwie verhunzt. Ah, da ist das, okay. So, ich gebe das oben nochmal frei. Seht ihr das? Noch, ja, es kommt. Okay. Also, genau, im Wesentlichen, wie schaut diese Architektur aus? Also, was der da, also das ist jetzt einer, der das selbst gebastelt hat, muss man dazu sagen. Das ist ein offensichtlich auch ein Blogger, der hier irgendwie ein Netzwerk oder einen Beitrag geschrieben hat, wie er das eben im September selbst gebaut hat. Der wird sich wahrscheinlich jetzt noch mehr ärgern. Der hat das jetzt gebastelt und jetzt kann er es nicht mehr gescheit verwenden. Wo er halt beschreibt, wie das Ganze berechnet wird und getan wird. Mit dem können wir uns auch noch sozusagen näher beschäftigen, wie das Ganze geht. Und wie er dann eben basierend aus einer MikroTik LoRaWAN Gateway Antenne, das verbunden mit einem Raspberry Pi, der mit 64 Bit schon laufen muss. Also du musst dann wahrscheinlich ein Debian oder sonst was draufschmeißen. Und dann in weiterer Folge quasi über die unterschiedlichsten Peer-to-Peer-Kommunikationen halt dann Geld verdient. Also hier hast du Chain of Blocks hier drinnen und du kommunizierst mit anderen Minern. Ja, damit tauscht er dich aus und hast dann darüber Peer-to-Peer-Blockchain-Communication und dann hast du hier eine Kommunikation mit den Helion-Hotspots,
mit denen du dich austauschst, und in weiterer Folge hast du andere Netzwerke, die angebunden sind. Also im Wesentlichen, I've been tested, there are many ways Helium can be implemented. Ja, okay, das hat er nicht gemacht. Also dieses kleine Teil dort oben besteht im Wesentlichen aus einer mikrodicken Antenne. Wo haben wir die da gehabt? War das die da oben schon? Na, das sind die, also es gibt, vielleicht muss man auseinanderhalten, es gibt eben existierende, oder man kann sich einen Hotspot kaufen und 450 Euro direkt von Helium, beziehungsweise von anderen Anbietern. Also es gibt so zertifizierte Anbieter, die das machen. Warte, ich habe es da oben irgendwo gehabt. Sekunde, hier. Ecosystem, genau. Also es gibt offensichtlich von Nebra, von Rack, von einigen anderen gibt es Hotspots, die angeboten werden. Die gehen offensichtlich noch immer, und die DIY, also hier hat es einen eigenen Bereich gegeben, do it yourself, ja, der ist offensichtlich verschwunden und wird jetzt nicht mehr unterstützt, was natürlich nicht so das, nett wenn ist. Das ja. Stimmt, was, wenn das stimmt, was da gesagt hat, gesagt wird, dass sie es discontinued haben, dann müssen sie quasi, ja, dann haben sie die freie Registrierung weggenommen, weil anders können sie es ja nicht überprüfen, wenn du dir selber anbaust. Hast du, wie hängst du dich rein ins Netzwerk, wenn du dir selber einen baust? Ja. Wenn du wahrscheinlich irgendwo einen Registrierungskey bekommst. Ne? So, gehen wir mal daher. Da hast du es drinnen, das Helium-Netzwerk. Du musst einen Account bei denen natürlich aufmachen. Ja, genau. Okay. Ja. Und da kriegst du einen Key. Ja. Und dann, genau, dann hast einen, also so schaut dieser eine Raspberry Pi aus, den musst halt mit deinem 64-Bit-System ausstatten, das könntest du alles draufschmeißen, wenn es geht. Und ich glaube, du kannst ja nach wie vor, kannst es betreiben, du kriegst halt nur keine Knete dafür, was natürlich Schmarrn ist. Also ich vermute mal, oder keine Ahnung, vielleicht hängt es damit zusammen, dass irgendjemand eine coole Lücke herausgefunden hat, so wie das der Tom vorher gesagt hat, dass der halt 4 oder 5 Gateways gemacht hat, die miteinander pfiffig reden, und der hat irgendwie 2000 Euro im Monat gemacht und juhu, und andere haben nicht. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung, habe ich keine Ding. Genau, also mit einem Docker-Image draufgeschmissen auf das Teil, und dann hast du halt dann hier eine Kommunikation mit dem mit der Antenne und proceed with, und dann hast du hier offensichtlich, wo hast du deine, das ist deine Adresse, also das ist die wir vorhin, glaube ich, auch noch gesehen haben, und eine Balance, in der du das hast. So. Die wirst du wahrscheinlich brauchen, und wenn du die nicht bekommst, genau, dann kannst du es nicht in die Software implementieren, und dann wird das Gateway zwar irgendwas tun, aber nichts generieren. Genau, nichts generieren, ja. Ja. Und die schon einen Key gekriegt haben, haben auch Pech gehabt. Oder bei denen läuft es noch weiter? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, das ist die Information 2 Tage alt. Also ich kann dazu derzeit nichts sagen. Also hat irgendjemand sonst, vielleicht fangen wir jetzt mal mit dem an, interaktiv einzubringen. Vielleicht machen wir mal eine Runde, was jeder von uns von der Erwartungshaltung hat, oder ob schon jemand was von Helium gehört hat, dass wir da vielleicht einmal eine Runde machen, dass wir schauen, wo, auf welchem Wissensstand wir sind, und dann können wir es noch immer anschauen, wo wir da weitermachen. Thomas, du hast dich, glaube ich, schon ein bisschen damit beschäftigt gehabt, oder? Welcher Thomas ist da jetzt gemeint? Ich hätte jetzt nur einen gesehen, der Thomas Loser zum Beispiel. Ja. Also ich heiße Tom beim Patrick. Genau. Okay, ja, gut. Wenn die Verwechslung droht, ich heiße Tom. Das ist gut, kein Problem. Passt. Beschäftigt ist ein bisschen übertrieben. Ich habe halt auch die Webseiten kurz mal ein bisschen durchforstet und bin eigentlich auch nicht wirklich weitergekommen. Ich meine, LoRaWAN sagt mir was, und mich hätte halt interessiert, welche Reichweiten da tatsächlich realerweise zustande kommen. Also eher in die Richtung. Aber ein paar Fragen sind natürlich trotzdem offen. Also gerade wenn das Do-it-yourself Ding wegfällt, dann heißt es ja, man muss Hardware von denen kaufen. Die Frage ist, wenn das Ding jetzt quasi ein Rohrkrepierer ist, kann ich das Kastel für irgendwas anderes verwenden, außer als Briefbeschwerer? Also kann man damit sonst noch was tun, wenn jetzt das nichts wird? Da war natürlich die andere Variante mit Raspberry Pi und Co. Wesentlich charmanter, weil das Ding kann ich immer irgendwo anders reinstecken.
wenn ich es jetzt nicht mehr als das verwenden will. Also das wäre mal der eine Teil. Wenn ich das Ding um 300 Euro kaufe oder so, okay, kann man sich überlegen. Aber die andere Frage ist dann, kann ich mit dem Ding noch was anderes tun, außer Helium Dinge tun? Und das andere ist, so wie es ausschaut, braucht das Netzwerk hier zwei Dinge. Das erste sind eben Antennen und das zweite sind Rechenknechte. Und die Rechenknechte, die könnten ja theoretisch in irgendeinem Datacenter genauso stehen. Also jetzt rein, um also, Rechenleistung glaub, zur Verfügung zu stellen, gäbe es wahrscheinlich günstigere Möglichkeiten. Ich glaube, das ist keine richtige Annahme, Thomas, aber mich bitte zu korrigieren. Ich hätte verstanden, dass man bei dem Helium-Teil seine Knete damit verdient, dass man einen Proof of Connectivity, nämlich dass man sich mit anderen verbinden kann, anbietet. Also selbst Rechenleistung wird nicht gemacht. Man kann also mit einem Gerät, das ist auch der Charme dabei, dass man eigentlich ein Gerät, das ungefähr den Energieaufnahme hat von einem Handy, also du hast 5 Watt ungefähr Energieaufnahme, kostet, ich keine Ahnung, 20 oder zwischen 10 bis 20 Euro im Jahr am Betrieb, an Kosten, an Energiekosten. Und damit kannst du eigentlich dabei sein. Das ist wäre der Unterschied zu einem Gerät, das jetzt wirklich da anfängt herumzumeinen im klassischen Sinn. Ja, ja das ist ja der Unterschied. Wenn ich vielleicht kurz auf eines einhaken darf, was der Thomas vorher so implizit gefragt hat, Reichweite. Die LoRaWAN-Experten in der Runde mögen mich korrigieren, aber ich habe einmal so einen Daumen mal Pi-Wert gehört für Wien. Du kannst im Prinzip Wien, und das ist ja so ein Gateway im Prinzip, was die da machen, meiner Meinung nach, also so habe ich es zumindest verstanden, und du kannst mit 75 Stück Gateways Wien mit Niedrigfrequenz weitreichenden Netzwerk ausstatten. Das heißt, alle Devices, die irgendwie auf LoRa funken können, kannst du mit 75 Stück Gateways einfangen. Und es gibt durchaus ein paar Anbieter oder Initiativen. Also wer es kennt, vielleicht, es gibt das Things Network, das ist so eine Open Source, Open Hardware Initiative, wo du im Prinzip genau auf eine ähnliche Art und Weise wie da der Gateway in die Landschaft stellen kannst. Und das ist halt dann, das bietet halt dann die Möglichkeit, IoT-Devices funken zu lassen und ins Netz, ihre Daten ins Netz spucken zu lassen, in eben dieses Things-Network. Oder es gibt da von Herstellern oder von Telekom-Anbietern getriebene Initiativen, die den Versuch unternehmen, die Stadt Wien oder überhaupt Österreich mit LoRaWAN-Abdeckung auszustatten. Und die 5G-Initiativen kennen wir eh alle. Ne? Das rennt alles auf einer ähnlichen Ebene. Deswegen habe ich auch vorher nach dem Gebietsschutz gefragt, weil natürlich könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich jetzt lustig bin und mir 3 Raspberry Pis kaufen will und so ein Ding baue, und das kostet mir halt auch jeder im Do-It-Yourself, in der Do-It-Yourself-Aktion 200 Euro das Stück. Was hast du vorher, Patrick, gesagt? Was man verdienen kann damit? 500 im Jahr, oder was? 500 im Jahr, aber das war jetzt nur für Österreich. Also das ließe sich ja steigern, wäre aber für die LoRaWAN-Connectivity vollkommen sinnentleert, weil wenn ich da 3 Dinger vors Fenster hänge, dann nutzt es keinem IoT-Device auch nur irgendwas. Okay. Eines genügt. Ne? Ja. Weil der Durchsatz ist nicht das Problem normalerweise bei diesen Themen, weil die IoT-Devices, die auf LoRa funken, die funken sowieso nicht viel Daten. Ja? Also das zum Thema Reichweite. Und kann man was anderes damit machen? Ich könnte jetzt die Frage nicht 100% mit Sicherheit beantworten. Ich würde gleichzeitig vermuten, nein, wobei das gerade für unser jetzt IoT Austria bezüglich Wellbeing-Zertifikat eine interessante Frage wäre, komme ich in die Firmware von dem Ding hinein, wenn ich es von denen kaufe? Ja? Was haben wir da, die Helium-Hotspots? Das sind die Helium-Hotspots, die du in Wien hast. Also du siehst, die sind eigentlich eh sehr schön verteilt, wenn du das anschaust. Die sind schön verteilt. Ja, das Things-Network funktioniert auf dieser Basis, wenn du mit der Open-IoT zum Beispiel sprichst. Das ist auch eine Runde von Menschen, die sich mit IoT auseinandersetzen, mit denen wir ganz guten Kontakt haben. Die schauen immer auf der Landkarte nach, bevor einer ein anderes Gateway aufstellt. Ne? Ja. Und solche Initiativen leben halt davon irgendwo, dass du deine Hausmauer zur Verfügung stellst oder deinen Lichtmasten oder deinen was weiß ich. Ne? Warum konnte... Ich hätte auch,
überhaupt nichts dagegen gehabt. Da schau, da ist nämlich noch überhaupt keiner. Und ich glaube, bei dir, da ist auch irgendwie keiner in der Gegend. Und das ja, hätte sich da ja alles nichts. Wunderbar ja, jetzt angeboten. Alle, wo wir wohnen. Sehr gut. Gut. Ja, ungefähr. Es macht ja nichts. Es ist ja total okay. Genau darum ist es auch interessant. Dort, wo ich bin, ist genauso ein weißer Fleck. Ja. Nur, ich habe halt nicht die Möglichkeit, das Ding aufs Dach zu stellen, was empfangsmäßig sicher optimal wäre, sondern es wird halt da irgendwo am Fensterbrett oder irgend sowas stehen. Und genau darum ist halt die Frage, wie viel Reichweite dann tatsächlich rauskommt. Es kommt unter semi-optimalen Bedingungen, sage ich mal. Es kommt wie bei allen Funkverbindungen darauf an, wie viel dazwischen ist und wie viel im Weg steht. Ich kann jetzt die Reichweite in Metern nicht beantworten, aber es ist definitiv erheblich mehr als irgendein WLAN oder selbstverständlich Bluetooth oder ja. Das ist ja ganz okay. Klar. Ne? Ja. Aber 75 Stück auf die Fläche von Wien, da kann man sich so ungefähr ausrechnen. Das ist so diese Maßzahl, die ich mir gemerkt habe. Wobei das sicher davon ausgeht, dass die 75 Stück halbwegs optimal platziert sind und eben also nicht. Verstehen. Ja, also und so in dem Rahmen, wie es wir jetzt machen, mit möglicherweise semi-optimalen Bedingungen, werden es wohl eher 100 sein oder keine Ahnung was. Ach, ja. Okay. Das ist auch nicht das Thema. Aber genau. Ja. Aber vielleicht können wir uns da in der Gruppe vielleicht ein bisschen aufteilen, weil ich sage jetzt mal die Frage, was du gesagt hast, Thomas, das ist eh eine total gerechtfertigte, kann man mit dem Teil noch was anderes machen? Ganz ehrlich, ich hätte jetzt das Gefühl gehabt, man kann nicht. Also wenn ich mir diese Teile anschaue, dann kannst du die hinstellen, über die kannst du dich einwählen und das war es dann auch so ziemlich. Wo habe ich den Rack Miner jetzt vorhin gehabt? Da war hier der Microtik. Entschuldigung, ich hupfe da jetzt ein bisschen zu viel. Sekunde. Also ich hatte hier... Ja, bitte. Kurz erfahren, ob Helium für den Handel offen steht. Weißt du das, Patrick? Also für den Handel im Sinne von, dass du die Geräte weiter vertreiben kannst oder so? Nein. Ob die Coins, ja, die, ah, man, die, Coins. Die man verkaufen kann. Wenn das da die Möglichkeit besteht, denn wenn ich mit einem Raspberry kann ich ja immer noch etwas bauen. Und wenn die Coins entstehen, dann kann ich sie im Handel ja weitergeben. Es muss ja nicht, ich weiß nicht, ob jetzt vom Server aus her verifiziert werden muss, diese Coins. Ja. Könnte man in den Handel vielleicht reinschieben können. Ich weiß nicht, wie diese Coins-Logik funktioniert. Ja. Aber da wäre wieder die Option da, dass ich meinen eigenen Raspberry Pi LoRa-Umgebung aufbaue und die Coins, die da erstelle, dann in den Handel wieder reinschiebe. Das könnte wieder möglich sein, falls Helium-Coins quasi im Handel verfügbar sind. So, ich schaue jetzt mal drauf. Du siehst das eh in Echtzeit hier. Also du hast hier Transaction-Fees. Also im Wesentlichen funktioniert das System darauf, das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass man da das Big Picture mitkriegt. Also die Leute von Helium Systems wollen eigentlich mit so, ich sage jetzt einmal, mit Infrastruktur und mit Logistikanbietern, die klassischerweise Konsumenten sind von LoRaWAN-Anbietern, in Kontakt treten und dort quasi Verträge machen für ihre Produkte und so weiter. Es gibt auch ein paar Applikationen, ich sage jetzt mal von Wasserzählern, die monitort werden, über Paketzustellungen und so weiter. Und auf der anderen Seite stehen sozusagen die einzelnen User. Das heißt, die sind eine Drehscheibe, die dann quasi da vermitteln. Aber ich gebe dir recht, ich habe jetzt da noch nicht, dass es gibt hier, ist der Name based on the, ob das jetzt frei handelbar ist oder wie man die bekommt. Ich hätte verstanden, du musst bei ihnen ein Wallet haben und dann kannst du dir das halt, oder wird dir das ausgezahlt. Ja? Transaction Fees and Implicit Burn, das heißt, sie haben auch noch Failed Transaction und so weiter. Gut, kann ich jetzt nicht auswendig sagen, vielleicht da liest jemand schneller als ich. Ich könnte mal kurz nachgucken. Okay, also offensichtlich, dass so etwas dürfte eine implizite Transaktionsgebühr sein. Also wenn du 11 HNTs schickst, dann wird dir einer abgezogen, es bleiben irgendwie 10 über, so in der Art, oder wie? Implicit Burn. Ja. Es
Bern ist Chris, Bern. Hast du dich mit dem schon mal beschäftigt, mit diesen HNTs, mit dem Handel von dem oder mit der Art und Weise, wie diese Blockchain aufgesetzt ist? Ja, ich habe mich damit schon beschäftigt und ich habe mich auch mit den Themen LoRaWAN und so weiter beschäftigt. Und meine Aussage zu der Kombination dieser beiden Dinge ist, dass es ein bisschen unglücklich gelungen ist in dem Fall, weil einerseits gibt es komplette Open Source und Open Hardware Aktionen oder Organisationen, die das komplett gratis abdecken. Andererseits gibt es auf der anderen Seite wieder Firmen, die das abdecken. Zum Beispiel eine in Österreich, die kennen wir von den diversen Veranstaltungen. Und dass man genau da dazwischen jetzt etwas platziert, was in einem Markt, wo pro Hotspot wenige Kilobyte pro Tag abgedeckt werden, wo man vielleicht oder theoretisch ein paar jetzt übertragen Cent verdienen kann. Ob das jetzt ein Businessmodell ist, das erschließt sich mir nicht ganz, obwohl ich mich schon seit einiger Zeit mit dem ganzen Thema beschäftige. Mhm. Kannst du vielleicht kurz sagen zu den kostenlosen Alternativen, weil angesichts dessen, dass die da eh keine Do-It-Yourself-Community mehr wollen, wäre das vielleicht eine, weiß nicht, interessante Alternative. Vielleicht kannst du vielleicht einmal kurz... Interessanter Aspekt. Es gibt zum Beispiel das Things Network, ja. Die haben in Wien, ich weiß jetzt nicht, wie viel das Things Network in Wien hat, aber mindestens, also die 13 oder was war da, 13 Hotspots in Wien haben die mindestens, ja. Und in Österreich haben sie mehrere hundert, also nicht zu vergleichen mit den 17. Und das ist quasi auch aus einer Community entstanden, wo irgendwelche Leute, ob das jetzt IT-Freaks sind oder Amateurfunk oder was auch immer, auch diese technologisch gleichen Hotspots betreiben. Und betreibst du so einen oder kennst du jemanden, der so einen Hotspot jetzt in Wien zum Beispiel betreibt? Einen Things Network meinst du? Ja. Ich betreibe einen, aber nachdem ich in einer Gegend wohne, die sozusagen geografisch und auch funktechnisch relativ uninteressant ist, tut sich da eh nichts. Deswegen habe ich den meistens eh abgedreht. Aber zwei, drei andere Personen, die ich kenne, auch aus dem Amateurfunkkreis, betreiben solche. Okay. Und wie schaut das jetzt bei denen? Also angenommen, wir wollten jetzt zum Beispiel so einen bauen, dann gibt es von denen Anleitungen, ähnlich wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Genau. Gibt zwar keine Incentives, dass man das dann quasi betreibt, aber dafür kann man die Hardware, so wie der Thomas gesagt hat, auch natürlich, wenn man dann sagt, naja, das interessiert mich jetzt nicht mehr, für was anderes verwenden, oder? Also das kann man wahrscheinlich auf einem Raspberry Pi. Da gibt es ja. Also zum Beispiel am Raspberry basierend Software plus Hardware mal ein paar Euro bis hin zu vollkommen professionell gestalteten Outdoor-Gateways, die halt dann auch ein paar hundert Euro kosten, ja. Also hardware-mäßig ist es vergleichbar mit dem Helium. Okay. Aber du kannst schon beginnen mit einem Raspberry und mit einer Hardware-Investition von so Raspberry Plus, weiß nicht, 20, 30 Euro oder sowas. Die Antenne, diese LoRaWAN-Antenne, was hast du da für eine genommen? Hast du da diese MikroTik oder irgendeine andere? Na, MikroTik ist ein Hardware-Device, da kann man unterschiedliche Antennen drauf montieren. Und das ist halt eine, weiß es nicht, vielleicht 8 cm lange Stabantenne mit einem Kondensator drinnen. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Funkexperte. Ja, okay. Also, weißt du da vielleicht was? Ja, bitte. Ich habe jetzt inzwischen reingeschaut mit dem Helium, der ist im Handel drinnen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da was zeigen kann, teilen. Doch, du solltest teilen. Da habe ich was. Solltest zeigen können. So, versuch mal jetzt ein Foto zu schicken. Seht ihr, ne? Jetzt Präsentation starten. Genau. Das müsste es jetzt sein, ne? Jetzt, genau, jetzt sehen wir was, ja. Das ist schon ziemlich gestiegen. Ja. Niedrigster Wert in diesen Sequenz hier war 3,65 Euro und innerhalb eines Monats ist der Coin auf 14,82 gestiegen. Das ist eine massive Steigerung. Mhm. Ja. Mhm. Und das kann man wieder in den Handel einschieben,
ja, durch Bezahlungen oder wie auch immer. Ja. Es ist natürlich wichtig, wenn man gemeint hat, in irgendeiner Form mit dem Raspberry, es geht mir persönlich um den Raspberry Do-It-Yourself, was man da, wenn man schon Coins damit hat, was man damit auch aufführen kann, könnte man es durchaus wieder einsetzen. Ich weiß, wie gesagt, nicht mit der Software, das muss man alles klären, ob das noch läuft, wenn es läuft, gemeint ist, ob man das noch bestätigen lassen müsste von deren Server. Dann, wenn das nicht der Fall ist und alles nur lokal passiert, ja, wie das übliche Main-Logik, dann wäre das überhaupt kein Thema mehr. Man müsste nur jetzt in Erfahrung bringen, diesen Teil dort. Und dann kann man wieder Raspberry einsetzen und das Ganze wieder zur Nutzung bringen. Auch wenn die das nicht haben wollen. Es ist letztendlich Elektronik, also ein Prozessor oben, der das Ganze wieder auf dieselbe Logik durchführt. Ja. Sie wollen wahrscheinlich den Leuten das Ganze verbieten, damit ihr Hardware verkauft wird halt, ne? So scheint mir das wohl zu sein, oder zumindest als Versuch. Ja, wir haben es ja auch erst, der Patrick hat es unmittelbar in der Vorbereitungsphase zum Call heute entdeckt. Also für uns ist das auch eine neue Information. Gut. Allerdings, wenn du die Coins zurückbringen kannst, du musst sie ja in irgendeiner Form generieren. Und wenn du das nicht mehr kannst, also wenn du den Proof of Connectivity nicht mehr zusammenbringst, weil du keine Connectivity hast zu ihrem Netzwerk, dann kann ich mir momentan nicht wirklich einen Reim drauf machen, wie es funktionieren würde. Das ist der Knackpunkt. Ja. Ja, und darf ich ergänzen? Einerseits, du musst die Coins einmal generieren, ja. Andererseits musst du dann irgendeine Exchange finden auf der Welt, die Coins gegen gängige Coins umtauschen tut, damit du die dann zum Beispiel auch zu Euro machen kannst. Also ja. Du musst mindestens ein Exchange finden, wo die Coins gegen zum Beispiel Bitcoin umtauscht, die du dann wieder gegen Bargeld umtauschen kannst. Also das bringt das Ganze nichts. Ja, genau. In den Handel wieder reinschieben kannst. Also kommerziell bringt es dir nichts, ja. Ja. Okay, gut. Spannend. Verstanden. Ja, es war so cool gewesen, das ganze Thema, aber in dem Fall, glaube ich, muss man sich das halt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, aber ich weiß nicht, habt ihr jemand so in der Runde vorgehabt, eventuell einen zu bauen, ein Gateway zu bauen? Also, ja, ich hätte mir das durchaus gedacht gehabt. Der Thomas hat, glaube ich, auch damit gespielt gehabt und ich hätte mir gedacht, okay, so 200 Euro, wenn ich die investiere und da ein bisschen herumbastel mit meinem Junior auch noch gemeinsam, der jetzt da anfängt mit Papa, was sind Bitcoins und was ist meinen und hin und her. Also mich hätte schon eigentlich interessiert, aber ja, so halt nicht unbedingt. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Thomas zum Beispiel, weiß ich nicht. Also die selbe Bastellösung hätte mich auf jeden Fall deutlich mehr interessiert. Erstens deswegen, weil wenn es mich nicht mehr gefreut, dann kann ich das Zeug für was anderes verwenden, was mir bei den Kasteln jetzt momentan noch nicht klar ist, was ich damit sonst noch tun könnte. Und es geht ja auch um das Tun. Ich meine, irgendein Kastel im Internet zu kaufen, dann, das kann ich bei Amazon oder wie sie alle heißen, auch tun. Also so der... Das Elektronik-Hobby kommt mir da ein bisschen zu kurz, aber gut. Und das andere, okay, nehmen wir an, man kann tatsächlich Geld damit machen. Die Frage ist dann, also wie kommt das zustande? Kriegt man da pro übertragenem Datenpaket ein paar Mini-Helium-Krypto-Coins oder... nach welchen Parametern kriegt man da Geld? Also geht das nach Datenmenge, die man da über die Antenne drüber lässt oder geht das oder Verbindungszeit, über... Das gibt schon, also das ist aufgeschlüsselt. Ich habe dazu ein Video gesehen. Ich kann entweder das Video kurz an der Stelle suchen, aber das kann ich euch, warte, vielleicht kann man das kurz freigeben, weil da wird, glaube ich, genau ich das auch recht schön. Also wir können uns gern, wenn noch Interesse besteht, das Video kurz anschauen. Du müsstest halt sagen, wann du stoppen magst. Ja?
Wenn du willst. Ja, wir sind von der Zeit eigentlich schon ziemlich fortgeschritten. Aber so, auf dann machen wir Folgendes. Ich glaube, ich habe das eh auch schon hineingepastet, aber deine Fragen, Thomas, die werden ziemlich sicher in dem Video da beantwortet. Okay. Der Großteil, also nur die Kurzfassung, den Sukkus quasi, den Großteil kann man verdienen durch Proof of Connectivity mit anderen Access Points, die in der Nähe sind. Also sozusagen, sie wollen damit erreichen, dass eben quasi ein Netzwerk aufgebaut wird und nicht ein Access Point nur in der wilden Wüste steht, sondern es wird immer stärker und es ist quasi so eine exponentielle Kurve dann, je mehr du in der Nähe bist von anderen Access Points und natürlich eine hohe Uptime, also die hohe Uptime, Availability und das Ding, so hätte ich das kurz verstanden gehabt, aber schaut es euch an, das wäre sozusagen die Beschreibung davon. Ja. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich Verbindung zu 0 bis 1 anderen Knoten habe, dann bringt es sowieso nicht. Ja, da hast du leider recht mit deiner Beschreibung von vorher. Isa, du hast das gesagt? Nein? Okay, gut. Okay. Ja. Weil nachdem ich auf der anderen Seite vom Wienerberg bin, vermute ich mal, dass da nicht so viel funktionieren wird. Aber okay. Du hast das eh vorhin gesehen. Also ich wollte da nicht ganz bis vor deine Haustüre zoomen da, aber du hast natürlich recht, dass du sagst, da sind relativ wenig Punkteland, also von Wien bis zum Neusiedlersee. So ich hätte nur eine Frage dazu, was ich nicht verstehe. Nach meiner Meinung nach ist LoRaWAN ein freies Netzwerk. Wozu soll ich als User mich einschalten auf Helium, wo ich was zahlen muss, wenn ich ein anderes Netzwerk habe? Wo ist da der Benefit? Das habe ich noch nicht verstanden. Bitte helft ihr mir. Ja. Also ich hätte es eben verstanden gehabt, dass Helium dann hergeht und sagt für Firmen, wir bieten dir in Wien eine Abdeckung von Hausnummer 80%, ja, und wenn du deinen Service jetzt mit uns betreiben willst, dann garantieren wir diese 80% an Availability zum Beispiel. Ja. Das heißt, es hat den Vorteil für die Anbieter, dass sie sich auf eine gewisse Verfügbarkeit eben verlassen können und andererseits hast du von seitens der Leute, die Access Points betreiben, verdienen sich die halt, ich sage jetzt ein bisschen Geld, also auf jeden Fall weniger als ein kommerzieller Anbieter das jemals natürlich machen würde und könnte, ja, und eigentlich mehr, als wenn du das bei einem kostenlosen Netzwerk machst. Das hätte ich verstanden, wäre so dieser Zwischenweg von Helium. Ich verstehe das. Und was ist, wenn der diese Qualität von 80% nicht einhält? Kriegt derjenige was refundiert in Helium Coins oder dergleichen? Du kriegst wahrscheinlich ohne Helium Coins was refundiert. Du hast ein ganz normales Service Level Agreement. Das heißt, Helium ist natürlich dann, und ich glaube, die steuern das einfach ganz genauso, wie wir es vorhin gesehen haben. Ist aber jetzt wieder eine Vermutung, gebe ich dir recht, die steuern das darüber, dass es halt dann einfach hier mehr Incentives gibt. Also wenn die merken zum Beispiel, das ist Angebot und Nachfrage, hätte ich verstanden. Wenn die sehen, in Österreich hätten sie eigentlich viele Leute, die quasi dort gerne einen Service anbieten wollen, aber wenig Access Points, dann steigt dementsprechend die Möglichkeit, dass man damit verdienen kann und dementsprechend die Attraktivität dort geht, es zu betreiben. Und wenn es das eben nicht ist, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, Hausnummer in der Ukraine jetzt da zum Beispiel, na dann ist es dementsprechend halt schlecht und dann kann man wenig damit verdienen. Aber wie gesagt, das ist nur sicher nicht kein Anspruch auf Vollständigkeit und die Geschichte mit dem, dass es nicht mehr DIY unterstützt, haben wir auch erst gerade entdeckt, also es ist sicher sehr viel in Bewegung. Und, ja. Und wie ist, ich sehe jetzt da ein, dass es jetzt dass in Wien sich ein Netzwerk bildet, wie weit ist da eine österreichische oder internationale Abdeckung gegeben, wenn das in USA ansässig ist? Und geht diese Abdeckung über den Ozean oder dergleichen? Es gibt ja, schau. Also das ist jetzt zum Beispiel Amerika. Und in Amerika du siehst du... Schirm, Patrick, bitte? Achso, sorry. Wenn ich nichts freigebe, dann wird das nichts. Ja. Ich habe ihn dir weggenommen. Oh, böscher. So, also wir haben wieder... Das ist Amerika. Und da haben wir jetzt eben, du siehst das in den Ballungsräumen, eben... Wirklich sehr viele, würde ich sagen. Ja, also das ist jetzt New York zum Beispiel.
und ja, weiß nicht, Philadelphia hier zum Beispiel und so weiter. Also du siehst, in Amerika ist es, würde ich mal sagen, in einer Form, dass du die großen Städte abgedeckt hast, Kalifornien natürlich durchzogen. Ja. In anderen Ländern, und das habe ich, da gebe ich, bin ich bei dir, also internationale Abdeckung kann man noch nicht reden. Man hat Amerika, man hat Europa, sehr fleckerhaft, Asien. Können die zwischen den Punkten kommunizieren? Oder sind die können, genau. Also das ist eine Kombination aus eben Internet und eben den LoRaWAN. Das heißt lokal. Also was wäre jetzt ein optimaler Kunde? Zum Beispiel jemand, der Pakete verschickt von A nach B und eben da sind Waren drinnen, die sich dann auszahlen, dass man sie zum Beispiel schon überwacht, aber sie sind noch vielleicht noch nicht so wertvoll, dass man da einen GSM-Sender hineingibt. Dann hat der die Möglichkeit, mit einem kleinen LoRaWAN-Receiver das Paket zu tracken, in welcher Stadt ist es, wo hält es sich möglicherweise auf, über einen GSM-Sender, den er zum Beispiel in einem Paket drinnen hat. Oder über Assets, also wenn zum Beispiel irgendeine, bei Kercher zum Beispiel in Deutschland machen die das, die haben in ihrem Fleet-Management, haben sie halt LoRaWAN-Teile drinnen verbaut und über diese LoRaWAN-Teile kann der jederzeit sehen, wo sind die, und wenn die zum Beispiel jetzt entwendet werden oder irgendein Problem haben oder irgendwelche Sensoren außer Dingen, dann melden sich die. Okay? Mhm. Aber wo du vollkommen recht hast, das ist ein riesiger Fleck hier in Asien. Also von einer internationalen Abdeckung kann man echt nicht reden. Ja. Und welche Bandbreite bieten Sie über den Kanal? Sehr, sehr niedrig. Ganz normales LoRaWAN, also im Wesentlichen. Ja. Einige Bytes nur übertragbar pro Zeiteinheit. Das ist aber auch gar nicht anders bezweckt. Es geht bei LoRaWAN, Australien ist gut, es geht bei interessant, mitten, also fast schon im Outback hat einer hingestellt. Der hat gesagt, ich glaube dran. Ja, der hat wirklich gesagt, ich glaube dran. Ja. Ich glaube dran. Das heißt, der wird nichts verdienen, weil der kann keine Verbindung zu irgendwas haben. Naja, der wird den Proof of, ich denke mal, den Proof of Connectivity bringt er zusammen. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant, ja. Die bewerten und bezahlen, wenn sie noch bezahlen, nach Proof of Connectivity. Jetzt ist das Gateway zwar da, es nützt ihnen aber Nüsse, wenn kein Logistiker oder sonst irgendein Vertragspartner überhaupt Daten darüber spult. Ne? Ich habe ja nichts davon. Ja. Da habe ich nicht viele Gateways. Wenn sich da aber von den Sensoren und Aktoren her nichts tut, die diese Funkverbindung überhaupt brauchen, dann ist auch wieder sinnlos. Ne? Mhm. Es ist trotzdem, ich finde es zweifelsfrei ein interessantes Modell zu sagen, ich baue jetzt noch ein LoRaWAN auf und damit ich es überhaupt auf der baue, incentiviere ich die Gateway-Bauer. Ja. Spannende Geschichte allemal. Ja. Zwei Fragen hätte ich noch. Man sieht da irgendwie grüne und rote Punkte. Steht da irgendwo eine Legende, was das bedeutet? Ja, offline. Die roten sind offline. Okay, gut. Die roten sind und offline. Ja. Das Zweite, man sieht jetzt irgendwie, in Wien waren es 17 Knoten oder irgend sowas. Das heißt, wenn man jetzt die zentralen Bezirke hernimmt, dann müsste man eigentlich schon eine recht gute Abdeckung haben. Gibt es jetzt schon irgendwie Kunden, dass die irgendwie Geld einnehmen in Wien jetzt? Oder ist das alles noch so, wir bauen mal ein Netzwerk auf und zahlen... Nein. Moment, da muss man schon zumachen. Ja? Also die haben schon diesbezüglich ihre Hausaufgaben gemacht. Und warte, ich zeige das kurz her. Sekunde, wo haben wir die Geschichte gehabt? Helium da drüben, Helium, wo ist er denn? Helium Docs, wo war es denn? Hier, genau. So, ich gehe nochmal drauf. Aber du hast hier in diesem, wo ist das? Sekunde. Den Helium Explorer habe ich jetzt nicht gemeint. Warum hat er mir den nicht gegeben? Sekunde. Kein Hobbes. Oder macht es in der Zwischenzeit vielleicht eine andere Frage und ich werde, wir sind dann fast schon fertig von der Zeit, wir müssen aufpassen halt. Warum macht man das? Das zeigt einerseits noch, wenn die offline zu sehen sind, dass die alle online stehen. Und das Proof of Connectivity wird wahrscheinlich sein, dadurch, dass sie online natürlich checken, ist es da? Ja, und das könnte ein Thema sein mit den Helium-Coin. Das
Das wäre eben auch eine interessante Frage, technisch gesehen herauszufinden. Warum wissen die, dass dort einer steht? Wissen die, weil bei der Registrierung des Devices die Adresse mitgegeben wurde und sie also quasi aufgrund ihrer statischen Datenbank wissen, da muss einer sein, aber der funkt halt gerade nicht? Oder prüfen sie tatsächlich die, sagen wir mal, ist ja Gateway, die Backend-Connectivity und stellen quasi fest, das Device strahlt aber, also die Antenne strahlt nicht aus. Das also ich würde annehmen, dass sie mehrere Ansätze haben. Das erste ist, das Ding kommt über eine gewisse IP-Adresse ins Internet. Genau. Und da gibt es ja so Geodatenbanken, wo das ungefähr ist. Und das zweite ist, das Ding hat ja mutmaßlich Verbindung zu anderen Knoten. Und wenn es eine gewisse Menge gibt, dann kann man mit halbwegs vertrauenswürdigen Standorten, dann kann man sich das ungefähr abschätzen, wo der fünfte sein muss. Drittens, also es wird eine Mischung aus mehreren Dingen sein. Drittens könnte sein, dass der Nutzer seine Datenadresse eingibt. Ja, also ja genau. Das kann nur so funktionieren. Ja? Wenn ich mir Wien anschaue, das geht quasi auf Hausnummern genau. Das kann nicht mit Interpolation mit anderen Stationen gehen, weil die gehen gar nicht so weit. Also, Die Annahme ist sicher, dass der Großteil der Leute ehrlich ist. Der Großteil der Leute ist ehrlich und wenn jetzt einer dabei ist, der Nonsens eingibt, dann wird man das aufdecken können über solche Maßnahmen. Wahrscheinlich, ja. Schau, Thomas, damals auch noch die Unterscheidung, wo Sie sich eigentlich, also Sie sehen sich als klarer Mitbewerb natürlich zu Mobilfunkprovidern, die global auch tätig sind, also keine lokalen. Ja. In dem Fall, du brauchst keine SIM-Karte in deinem Gerät drinnen. Du hast die Geräte, die du halt auch beliebig skalieren kannst, dass du Unlimited Data Usage, wobei wir gerade gesagt haben, gerade die Bandbreite ist eigentlich limitiert, aber es soll sein. Limitiert natürlich, ja. Und dann hast du hier, genau, ja, der Case Studies, sie haben es offensichtlich in Form von einem Mitarbeiterprogramm hier, wo du die Möglichkeit hast, diverse Assets zu verwenden, also an unterschiedlichen Standorten was zu verwenden. Du hast das bei Lime, die kennen wir ja alle mittlerweile, um die Geräte zu tracken. Ja. Ein deren E-Scooters und so weiter soll sowas eingebaut sein. Zum Beispiel. Okay. Ja. Die tracken, dann hast Moment, bei wo? Stopp. Wo tracken die? Schau, du kannst ja bei einem LoRaWAN, kannst du ja wieder dein GSM-Teil ja quasi einbauen und sagen, du schickst jetzt Koordinaten zum Beispiel. Ja, ja, das ist klar. Ja. Aber machen die das tatsächlich mit Lime strategisch oder haben sie ein POC irgendwo in einer bestimmten Geografie aufgebaut? Weiß man nicht. Ich hätte schon verstanden, dass es existierende Teile sind. Also irgendein GPS-Teil und so ein Helium-Ding für die Datenverbindung. Und dann kannst du tracken, wo die Dinge sind. Ich kann es mir dort vorstellen, weil Lime normalerweise in Städten, gebe ich da vollkommen recht, wird man es nicht unbedingt jetzt so dringend brauchen. Ja? Oder werden sie wahrscheinlich derzeit, also als Kosten. Ja, schon. Ja. Doch, ich glaube das schon. Das ist kein blöder Use Case. Ja. Also Sharing, Mobility Sharing mit GPS Sensorik zu unterstützen, die du natürlich irgendwie ins Netz bringen musst, sonst hast du ja nichts davon. Das ist ein durchaus interessanter Use Case, vor allem für die Roller. Ja. Die Leute lernen die Dinger ja überall hin. Stimmt schon. Das sind ja GSM definitiv dabei. Die Netzbetreiber arbeiten auch höchstwahrscheinlich, nicht die Netzbetreiber, sondern Lime und so weiter, wenn sie ihre Elektronik zusammenbasteln. Da ist höchstwahrscheinlich auch noch Narrowband mit dabei, wo eventuell noch Daten in Kleinstmengen da weitergeschoben werden. Weil die Netzbetreiber haben einen Sendemasten, haben sie einen Teil, öffnen sie dort, damit diese Kommunikation viel einfacher stattfinden kann mit wenigen Bytes. Und das ist ja voll ausgestattet. Also nicht nur mit GPS, sondern auch mit Narrowband, GSM, LoRaWAN. Es sind mehrere Module eingebaut dann. Mhm. Der Use Case gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das ist im Grunde, ich weiß nicht, wer Eislaufen war von euch noch am Rathausplatz, wo man diese, ich glaube, eher auf ESP32 basisbasierenden Geräte da mit WLAN-Abstandsmessung und so weiter bekommen hat.
Und da haben die quasi diesen Smart Mimic Teil und der Occupational Health, wo du im Wesentlichen das nicht nur auf einen Eislaufplatz beschränkt hättest, sondern wo du dann ein Gerät, was bewusst getrennt ist von einem Mobiltelefon, wo du eben nicht weißt, was für Daten da hin und her geschickt werden, einfach nur in Form von einer Karte oder einem Gerät halt mit dir rumschleppst und dort eben ohne eine weitere SIM-Karte haben zu müssen, einen Abstandsmesser hast. Also der Use Case gefällt mir schon auch ganz gut. Ja. Ja, so schaut es mal aus mit dem. Ich glaube, wir sind von der Zeit her relativ am Ende angelangt. Vielleicht fassen wir kurz zusammen, wie wir weitermachen können und wollen. Ich befürchte, dass das Helium, wenn das so ist, also ich werde das gerne mal nachchecken und gerne nachliefern der Runde, beziehungsweise als eine Nachsammlung von dem, was wir gehabt haben, dass das, wenn es tatsächlich so ist, dass man kein DIY machen kann, dann ist es zumindest für mich persönlich gestorben. Ich glaube, für den Thomas ist es auch gestorben. Nichtsdestotrotz möchte ich es als Anlass nehmen, mich entweder mit diesem Things-Netzwerk etwas mehr zu beschäftigen. Ich würde auf jeden Fall trotzdem gerne einen Access Point, einen LoRaWAN Access Point mir wahrscheinlich bauen wollen. Allerdings vermutlich dann weniger sozusagen schnell, als ich das jetzt vorgehabt hätte mit diesem Helium-Teil, wenn man damit auch noch was verdienen kann. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Resümee. Vielleicht machen wir ganz kurz die Runde durch und dann können wir auch noch schauen, wo wir noch Gemeinsamkeiten haben. Ist das okay, Thomas? Tom, Entschuldigung. Ja, das ist absolut okay. Ja. Ich schließe mich dann ganz hinten an und mache dann gleich ein paar Werbeeinschaltungen für die kommende Woche, die hoffentlich noch interessant sind. Aber ich lasse den anderen den Vortritt. Wer hat vor, so ein Ding vielleicht in die Landschaft zu stellen? Also entweder so eins oder ein anderes von einem anderen Betreiber. Würde mich auch interessieren. Ja, also mich und meinen Sohn hat es schon interessiert, ja. Also das selber zu basteln, weil er bastelt halt auch gern und ich wollte mal anschauen, wie das ganze Ding funktioniert, was das für einen Sinn hat und ja. Wo sich es hinentwickelt. Also das habt ihr halt super hinbracht. Du wolltest gerne was verdienen damit, was dein Sohn natürlich bastelt, gell? Ja, ich habe mir Sklaven anerzogen. Ich kann dich verstehen. Ja, ausgezeichnet. Ja, also ich behalte es auf jeden Fall im Auge, weil ich finde das spannend, dass da ein Netzwerk entsteht, beziehungsweise dass es eben diese Netzwerke auch gibt. Da kann noch viel kommen. Also, aber das ist eben halt Entwicklung. Wir müssen uns das einfach immer irgendwie vor Augen halten, dass das ja alles im Werden ist. Mhm. Darf ich mich melden? Ich bin in Zukunft an diesen weiteren Schritten interessiert, wobei ich selbst kein Netz betreiben möchte, sondern ich habe einen Kunden, der so LoRaWAN-Applikationen macht und für den sind natürlich immer wieder alternative Übertragungsnetze, wo wenig Daten übertragen werden. Interessant, um eine für seine Lösung eine breite, gute Netzabdeckung zu haben. Ja, könnte spannend sein. Noch wer? Das war eine kleine Runde heute. Wir können jede und jeden zu Wort kommen. Also Laura wäre für mich auch ganz interessant, wobei ich einiges bei mir habe. Der Patrick weiß, wie der Ausmaß bei mir ist, wie viele Teile ich habe. Ich will mehr in dem Bereich mich bewegen wollen. Ne? Allerdings ist es öfters schwer für mich, das Gesamte im Überblick zu halten. Vor allem aber auch nur im Bereich, wenn ich selber Zahnbasteln kann, wenn ich selber meine eigene Elektronik erstellen kann, wenn es sein muss sogar, meine eigene Platine, wenn es fertig ist, da bauen könnte. So ein fertiges, ja. Das ist nicht so interessant. Ding. Ne? Nein. Ja. Das ja. Würde ich, glaube ich, weniger. Also es geht mir mehr ums Basteln, als wie irgendein Box da auf die Seiten hinzustellen. Ich glaube, du bist in guter Gesellschaft, Thomas. Könnte ich mir gut vorstellen. Also in Kenntnis einiger, der hier anwesenden Personen bist du, glaube ich, in guter Gesellschaft. Der Chris ist heute auf Bier, gar nicht auf Wein.
Genau, naja. Das, einmal, schau, ich darf mir einmal pro Tag ein Bier gönnen, ne? Aber nur eins. Das spülst du dann immer wieder auf, oder wie? Gut. Ja, das ist immer noch das Erste, also bitte. Ja. Ich möchte auch sagen, von der grundsätzlichen Idee von sowas halte ich sehr viel natürlich. Ja. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Businessmodelle sein werden, ja, aber Open Source, Open Hardware, Open Connectivity, davon ist sehr viel zu halten. Ja. Ob man aber mit dem konkreten Use Case jetzt, LoRaWAN, mit diesem Netzwerk und mit diesem Modell, das kann ich wohl schwer beurteilen. Ich weiß nur, also kommerziell, also bis dieses spezielle Modell oder ob das kommerziell was wird, das glaube ich eher nicht. Vor allem, ich muss da jetzt 500 Euro investieren und verdienen und vielleicht pro Monat 30 Euro zahlen, aber dann noch vielleicht 20 Euro Strom dazu. Also da kostet quasi die Suppe mehr als das Fleisch. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, dass solche Modelle Zukunft haben werden. Ob es genau das ist, das möchte ich jetzt nicht bestätigen. Thomas? Also rein vom wirtschaftlichen Standpunkt her ist es momentan uninteressant, nun oder nicht, weil alleine die Zeit, die da reinfließen würde, da könnte ich wahrscheinlich den Jahresverdienst einfacher verdienen, aber um das geht es ja nicht. Ja. Was mich, wie gesagt, das Thema LoRa interessiert mich grundsätzlich, würde ich auch gern mal ein bisschen damit experimentieren. Und ich habe halt ein Stück weit die Befürchtung, dass ich dann eine Kastel um 300 Euro als Briefbeschwerer rumliegen hätte. Wäre wahrscheinlich nicht das Erste, aber man muss es ja nicht forcieren. Also, falls irgendjemand von euch sowieso vorhätte, sich so ein Kastel zu kaufen, und was nicht, vielleicht kann man da mal irgendwie was und Interesse hat, das auszuprobieren oder so, wäre das vielleicht irgendeine Möglichkeit oder dass in der Runde sich welche finden, die das sowieso kaufen wollen und dann als Testgerät mal für einen Tag irgendwie bereit wären, an einem anderen Standort zu montieren oder keine Ahnung was. Also irgend sowas könnte ich mir vorstellen, das interessant wäre, dass man einfach ein bisschen mehr Erfahrung damit kriegt, ohne dass sich jeder Einzelne jetzt gleich so ein Kastel kaufen muss. Weil ich könnte mir vorstellen, in der Runde von, was haben wir jetzt, 7 Leute oder irgend sowas, wenn jetzt alle 7 so ein Kastel kaufen, dann wird es bei 5 in 2 Monaten rumliegen irgendwo. Das ist eine total coole Idee, Thomas, die du da jetzt gerade eingeworfen hast, weil dann könnte man vielleicht sowas ins Auge fassen, dass man sagen, wir haben, weiß nicht, zusammen schmeißt man einen Pott, von mir ist das notwendige Geld von, weiß ich nicht, Hausnummer 300, 400 Euro und dann haben wir zumindest 2 Geräte, die funktionieren und die kann man dann so quasi als Nomadengeräte herumgeben gegen, weiß nicht, Ausleihgebühr oder was auch nicht, die Leute, die mir geteilt haben, keine Ahnung. Entschuldige, ja? Patrick, ist das nicht was IoT Austria Verein und Mitglieder, das wäre aufgelegt? Das wäre ja super, ja, gefällt mir auch. Ich möchte nur, bevor ich möchte zu alledem noch was sagen, sehr gerne, ich möchte nur, ich hab leider den Namen vergessen, Semaf Electronics, wirst du eins bauen? Also jetzt nicht direkt für Helium, ja, aber so LoRa-mäßig auf jeden Fall. Ja. Ich würde mich über Unterstützungen freuen, in Bezug nehmend natürlich mit dem Raspberry, ja, weil ich alleine das nicht auf die Beine stellen kann und möchte. Kann im Sinne, weil ich sehr beschäftigt bin, leider Gottes, alleine. Schön. Aber wenn ich in einem Community das gemeinsam bauen kann und das Know-how mit einfließt, dann auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich alleine bin, möchte ich das nicht, denn irgendwo steckt man mit dem Ganzen und kommt nicht weiter, denn es sind dann wieder sehr intensive Sachen drinnen, wo man sich austauschen müsste wieder. Wenn das zusammenkommen kann, ja, da kann man auf dem Raspberry etwas aufbauen und dann weiterbringen.
Also ich bin eher der Typ, der gerne öfters auch auf von Scratch aus geht, ja, von Null aus etwas aufbaut. Natürlich softwaretechnisch will ich da nichts sagen dazu, aber Hardware ist alles möglich, da sehe ich keine Einschränkungen. Mhm. Ja, jetzt muss ich wollte auf so viele von euren Wortmeldungen was antworten. Also zuerst einmal mein eigener Zugang dazu. Wenn ich sowas baute, konjunktiv, wenn ich die Zeit dafür übrigen kann, dann wahrscheinlich eher aus der Motivation der Elektronikbastelei, denn aus der Motivation des Geldverdienens. Das habe ich mir schon gedacht, genau, wie ich den Patrick gemeinsam auf die Thematik draufgeschaut habe und wir gesagt haben, wir machen jetzt wirklich einmal eine Veranstaltung dazu. Es ist mir weniger ums Geld. Es ist ein bisschen, ich mache ein bisschen einen Schwenk zu einem ganz anderen Thema, den wir in einem früheren Social Gathering der IoT Austria kurz beleuchtet haben und mittlerweile bin ich damit drinnen. Das sind die E-Loop Tokens. Das ist ein ganz spannendes Modell, wo Autos, die im Carsharing-Betrieb fahren, in Wien tokenisiert werden. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt Geld verdienen will damit, aber ich finde einfach das Modell interessant. Und genauso fand ich das Helium-Modell interessant, das natürlich an Attraktivität für mich verloren hat, seit wir draufgekommen sind oder der Patrick viel mehr draufgekommen ist. Die lassen uns das Zeug nicht mehr selber bauen. Ja? Weil da fällt natürlich ein ganz wesentlicher Spielfaktor in irgendeiner Form weg. Ne? Ja, das ist das eine, das ich dazu sage. Das, was die ISA eingebracht hat, oder ISA und Patrick und Thomas eigentlich, wollen wir sowas kaufen? Ich meine, es ist grundsätzlich so, dass wir im Verein schon immer wieder etwas Budget für Experimente haben. Und eins, was ich dann mit Patrick wahrscheinlich off-topic einmal diskutieren muss, ist, inwieweit ist es für die Wellbeing-Initiative interessant, so ein Kastl alleine mal IoT-mäßig unter die Lupe zu nehmen. Und alleine dafür könnte es sich ja unter Umständen schon lohnen, so ein Ding anzuschaffen. Also Patrick, das sollte man vielleicht noch einmal vertiefen, ob wir das machen wollen, ja. Und ob das dann im Nomadenbetrieb durch die Reihe unserer MitgliederInnen wandert, mhm, oder irgendwo fix installiert ist oder zumindest von uns einmal unter die Lupe genommen wird, das können wir uns ja dann noch überlegen. Also das wäre ja, ja, das wäre der zweite Gedanke, der mir dazu einfällt. Ja. Mhm. Ansonsten, wenn sich wirklich eine Community findet, da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch einerseits wirklich, ich mache noch einmal Screensharing und leite elegant über in meinen Abschluss, dass ihr euch noch einmal Gedanken macht, eventuell wirklich bei uns eine Mitgliedschaft einzugehen. Natürlich geht das mit dem Einwurf von kleinen Münzen einher. Einige hier in der Runde haben das schon getan und haben offenbar auch einen Wert draus gezogen. Auf der anderen Seite, wenn man es macht, dann, ja, dann hat man natürlich auch Zugang schneller zu Informationen und dann tun wir uns auch leichter, solche Communities zu bilden. Weil ihr könnt euch vorstellen, wir können zwar was in den Newsletter hineinschreiben, aber Community Building, die sie dann vielleicht auch einmal treffen, um wirklich sowas zu bauen, ist natürlich über Newsletter-Channel weitaus schwieriger. Also das ist das eine, was ich nochmal anregen möchte. Und wer weiß, ich meine, wir können dann auf jeden Fall unter den aktiveren Mitgliedern schauen, ob wir eine Runde bilden, die vielleicht so, man muss ja eh sehr viel online machen weiterhin noch, vielleicht einmal mit einem Online-Event konkret versuchen, den Raspberry Pi mitsamt einer Antenne zu verbinden und mit dem nötigen Docker-Image auszustatten. Mhm. Kann man ja versuchen. An der Stelle blätter ich zweimal um und mache zwei Hinweise. Nämlich zwei Hinweise auf Veranstaltungen, die nächste Woche stattfinden, die von der IoT Austria eigentlich schon seit Jahren unterstützt werden. Das eine ist die immer wiederkehrende digitale Montagsrunde. Die ist öffentlich auffindbar. Und ich glaube, man kann sich dort auch registrieren. Da sind wir nicht Veranstalter dafür. Wir sind da nur in der Community mit drinnen. Ich poste das einmal in den Meeting-Chat hinein, damit ihr den Link habt. Die ist am Montag und da werden Themenpaten vorgestellt. Und es gibt halt immer auch
Pitches von teilweise industriell organisierten Protagonisten, aber auch von Initiativen und Communities. Und ich habe gesehen, es gibt kommenden Montag einerseits einen 5G-Vortrag von der Ericsson. Ich weiß nicht, was da kommt, ja. Keine Ahnung. Und die Innovationsecke der MA01 stellt IoT mit KI vor. Auch da kann ich über die Qualität nichts sagen. Das ist gleich ein Disclaimer an der Stelle. Aber wenn es interessiert, vielleicht möchte ja jemand dazukommen. Da gibt es auch eine Anmeldemöglichkeit. Einfach nutzen. Wir haben nichts davon. Wir bekommen, also IoT Austria bekommt nichts dafür. Das zweite, Industry meets Makers geht wieder los. Für alle, die makermäßig interessiert sind, würde ich schwerstens empfehlen, sich da einzuklinken. Auch da gibt es eine Anmeldemöglichkeit. Die Adresse für das Kickoff poste ich auch jetzt noch in den Meeting-Chat hinein. Das ist eine Geschichte, wo ihr als Maker die Möglichkeit habt, Industrien zu unterstützen mit kreativen, innovativen Ideen. Und ich darf an der Stelle wir sagen, weil ich habe die Ehre, als IoT Austria, wie gesagt, unterstützt diese Initiative und ich habe wieder die Ehre, das zu moderieren am kommenden, was ist das, Donnerstag oder so, 15. April, nächste Woche. Da findet die Kickoff-Veranstaltung statt. Also da können wir uns wiedersehen, wenn ihr wollt. Und ihr könnt erfahren, was es heuer bei Industry Meets Makers für Briefings gibt. Aha, mittlerweile stehe ich da ganz oben. Interessant. Ich schaue mir die Website nicht so oft an. Hier stehen schon einmal die Zusammenfassung der Briefings. Die Infineon schreibt wieder was aus, die Energie AG schreibt was aus und so weiter und so fort. Also da gibt es auch die Möglichkeit, sich einzubringen, wer möchte. Ihr seht, es zahlt sich aus, da dabei zu sein. Und vielleicht bringen wir ja eine Raspberry Pi-basierte Bastel-Community zusammen. An der Stelle halte ich die Klappe und wenn der Patrick noch was erzählen möchte, dann wäre jetzt dazu die Gelegenheit. Nein. Ich hoffe, es war einiges Interessantes dabei. Ja. Danke. Danke euch auch.